Leere Flaschen und Kisten hat die Aktienbrauerei auf den ersten Blick jede Menge. Aber mit vielen Flaschen kann Geschäftsführer Gottfried Schaut nichts anfangen. Ich habe hier halt eine gewaltige Vermischung an Leergut. Viele haben Individualflaschen, wo dann der Aufdruck drauf ist, haben wir nicht. Aber ich kann ja nicht jetzt Aktienbier in einer Hackerbschorf-Flasche abfüllen. Das ist auch gar nicht zulässig. Weil es eine Wettbewerbsverzerrung ist, das ist Eigentum von Hacker und nicht von der Aktienbrauerei. Individuelles Design ist in, auch bei Bierflaschen. Macht das Leergutwesen allerdings kompliziert. Viele Bierkästen, die zurückkommen, enthalten Fremdflaschen. Das heißt, ich muss die Flaschen sortieren lassen. Ich fahre zum Logistiker, lasse sie sortieren, dass ich sortenreines Leergut wieder zurückbekomme, das ich dann auch wieder in unsere Anlage fahren kann. Das kostet Zeit und geht ins Geld. Würde das nicht passieren, würde es auch kosten. Die Anlage schmeißt Flaschen, die nicht zum Sortiment gehören, einfach weg. Das gezahlte Pfand von 8 Cent pro normaler und 15 Cent pro Bügelflasche wäre dann auch futsch. Neue Flaschen kaufen kostet mehr als das Pfand. Damit das Bier trotz des Leergutchaos nicht ausgeht, füllt die Aktienbrauerei zurzeit vor allem kleine Mengen ab. Problem? Dadurch steht die Abfüllanlage oft still. Wenn ich jetzt in der Früh 05 fahre, nachmittags 033, habe ich Rüstzeiten und die Rüstzeiten sind bei einer Stunde, wenn ich das alles umstelle. Eine Stunde Stillstand heißt 40.000 Flaschen nicht füllen. Nicht nur für Brauer, auch für Getränkehändler wird das Leergut immer mehr zum teuren Problem. Der Kaufbeurer Großhändler Klaus Heberle kämpft täglich mit der Sortierung der Flaschen. Das ist bedingt durch den totalen Individualismus der Hersteller und den Egoismus. Jeder versucht, sich irgendwelche Vorteile, Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, indem er einfach eigene, eigenständige Gebindeformen auf den Markt bringt. Dazu gehören auch unterschiedlich hohe Bierkisten. Die für den Transport auf Paletten zu stapeln, braucht viel Geschick. Für das Leergut hat Heberle eine extra Halle angemietet. Kosten, die nicht alle Getränkehändler tragen können oder wollen. Oft fehlt einfach auch das Personal. Das Leergut bleibt unsortiert auf dem Hof. Das wäre so einfach alles, wenn man das ein bisschen in einer Norm zusammenführen könnte, so wie das früher einfach der Fall war. Und mittlerweile nimmt es chaotische Formen an. Für Heberle steht das viel gelobte, ökologisch sinnvolle Mehrwegsystem inzwischen kurz vorm Kollaps. Eine Erhöhung des Pfands würde den noch vorantreiben, meint er. Statt auf teures Mehrweg würde der Verbraucher dann mehr auf Einweg setzen. Und das Logistikproblem wäre so auch nicht gelöst.